Vorurteile. Ob selbstgebildet oder von anderen zu Unrecht verurteilt, mit Vorurteilen ist bereits jeder einmal in Berührung gekommen. Tatsache ist, dass wir fremde Menschen schon bei der ersten Begegnung einordnen. Obwohl Vorurteile jedoch meist oberflächlich begründet sind, bleiben sie meist verfestigt und können nur schwer von neuen Erfahrungen oder Informationen verändert werden. Fremde Lebensgewohnheiten werden schon aus dem Gefühl heraus abgelehnt und andere Anschauungen direkt ungeprüft verworfen. Neben Ansichten über Ausländer, Andersgläubige, andere Sexualitäten, dem anderen Geschlecht, zeigen sich Vorurteile in dem aktuellen Thema Flüchtlinge. Hey. Hey, und? Alles gut bei dir? Ja, alles bestens. Freut mich. Schau mal, was ich hier habe. Was ist das? Pfefferspray? Was sonst? Was ist denn mit dir los? Irgendwie muss ich mich ja vor den Flüchtlingen schützen. Seit wann hast du Angst vor Flüchtlingen? Letztens hast du noch ganz anders gedacht. Das war vor der Silvesternacht. Ich will ja nicht auch zum Opfer werden. So, last year when clone situation happened, from that day on, many things were changed. Previously, Chaman people were more friendly and they were welcoming, as we all see from the TVs and in Chaman, they were welcoming the refugees. But after that day, they were politicized and it was generalized. The situation was generalized. They make that everybody or all the refugees are rapists. Or they came here because they will do this thing every day and they are all the same. So the generalizing problem is there. Hat sich Ihre Meinung nach der Silvesternacht in Köln auch verändert? Nein, es ist immer und überall das Gleiche. Es sind ein paar, die sowas machen. Und dann sollte man nicht das Ganze so verallgemeinern und auf alle den Schuh anziehen lassen, dass also alle darunter leiden müssen. Es sind wie gesagt ein paar, die ausfallen, aber die hat man überall und immer. Und was sollten wir mal mit diesen paar machen, die sozusagen gegen die Regeln verstoßen? Zurückschicken. Also wenn ich in ein Land komme und Asyl bitte, muss ich mich ein bisschen auch an die Kulturen und an das Land gewöhnen. Zumindest muss ich mich an das Gesetz halten. Und wenn ich das nicht tue, muss ich damit rechnen, dass ich ausgewiesen werde, dass ich wieder zurückgehen muss. Nein. Nein. Weil Verbrecher sind Verbrecher. Egal ob Europäer oder Nicht-Europäer, ob Deutsche oder Nicht-Deutsche. Leute, die so handeln, handeln so und das ist scheiße. Haben Sie wegen Köln jetzt irgendwelche Befürchtungen, dass Ihnen da was passieren könnte, mal so in Bezug auf Flüchtlinge gesehen? Vorfälle Köln habe ich mitbekommen, aber da kann man nicht sagen, dass es genau Flüchtlinge sind. Da waren vielleicht auch andere Personen beteiligt, die wirklich hier auch aus Deutschland kommen. Da kann man nicht genau sagen, dass es genau Flüchtlinge sind. Nein, ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich so gut wie gar keine Nachrichten höre oder schaue und von daher weiß ich gar nicht genau, was da in Köln jetzt konkret los war. Wir kennen ja diese Gewalt nicht, aber die haben ja diese Gewalt selber gesehen. Ja, deswegen befürchte ich, dass sie halt also innerlich nicht ganz bei Sinn sind. Also deswegen. Aber eigentlich befürchte ich gar nichts von Flüchtlinge. Also ich finde es sogar gut, dass sie geflüchtet sind. Okay. Ja, ich würde selber flüchten. Ja, das ist immer so eine schwierige Sache. Also ich mache mir nicht so viele Gedanken darüber. Ich glaube, ich bin mehr so ein Mensch, einfach leben und nicht so viele Gedanken machen. Es gibt halt solche und solche Flüchtlinge. Und da jetzt irgendwie eine generelle Meinung für oder gegen Flüchtlinge, kann es einfach nicht geben, weil es gibt eben leider solche, die solche Sachen machen oder eben auch auf der Bahnlinie Kassel-Frankfurt, die ich halt von Gießen aus immer nutze, da wird halt viel geklaut wohl von einer Flüchtlingsbande. Also scheint irgendwie so eine Bande zu sein, die das eben hauptsächlich macht. Aber da dann eben eine generelle Meinung gegen Flüchtlinge oder so, weil es halt ein paar Dumme gibt, die halt sowas machen. Ja, es sind aber ja nicht alle, von daher finde ich es schwierig. Nach der Silvesternacht in Köln ging ja ein großer Aufruhr durch die Medien und durch die Bevölkerung. Ist Ihre Meinung zu den Flüchtlingen anders nach der Silvesternacht von Köln?
Also nach der Silvesternacht in Köln war ich irritiert, weil ich mir hätte nie vorstellen können, dass das überhaupt dazu kommt. Ja, dass überhaupt solche Übergriffe stattfinden können hier bei uns. Und ob das nur bewusst oder unbewusst gemacht worden ist, war eine schwierige Situation sicherlich für alle Beteiligten. Und ich möchte auch nicht praktisch die Mädels, die dort angegriffen worden sind. Ja, das kann ich alles nicht beurteilen. Da hat man das immer nur aus den Medien und man ist nicht selber betroffen. Aber man ist dann schon zwiegespalten, nicht? Und sagt, okay, wenn das meiner Tochter passiert wäre oder eben aus dem Umkreis, ja, wie würde man damit umgehen? Da schreit man sicherlich nicht Hurra im ersten Moment, gar keine Frage, ja. Fühlen Sie sich selber unsicherer, wenn Sie jetzt auf so Plätzen gehen? Nö, sonst würde ich ja heute nicht in Frankfurt rumlaufen, weil ich hatte schon gedacht, du guckst jetzt einfach mal, nicht? Aber nix, gar nix. Und das ist in Ordnung. Sind alle Flüchtlinge Kriminelle? Muss man als Frau Angst vor Übergriffen haben? Welche Rolle spielen die Medien? Natürlich darf man die Vorfälle in Köln nicht verharmlosen. Aber diese Vorfälle dürfen auch nicht pauschal auf alle Flüchtlinge projiziert werden. Statistiken vom Bundeskriminalamt für 2015 belegen, dass die Straftaten von Zuwanderern zwar insgesamt gestiegen sind. Das liegt aber auch daran, dass die Zahl der Asylsuchenden insgesamt deutlich gestiegen ist. Registriert wurden vor allem Körperverletzungen, Diebstahl und Fahrkartenfälschung. Der Anteil der Sexualdelikte liegt allerdings nur bei 0,8% aller Gewalttaten. In den Medien spielen aber gerade diese Sexualdelikte eine große Rolle. Besonders nach den Vorfällen Köln gibt es in Deutschland ein neues Bedrohungsgefühl, obwohl die Statistiken diese Entwicklung nicht belegen. Die Silvesternacht lenkt davon ab, dass die Polizei nicht in der Lage war, die Bürger zu schützen. Der Spiegel kritisiert an dieser Stelle die geringe Ausstattung der Polizei aufgrund des öffentlichen Sparens. Pauschale Verurteilung von Flüchtlingen schüren neue Ängste. Diese ganze Flüchtlingskrise, ganz ehrlich, die meisten Flüchtlinge sind doch eh nur Wirtschaftsflüchtlinge. Genau, andere fliehen vor Krieg und die nutzen die Situation, Deutschland aus dem Asyl zu bekommen. Also glauben Sie, dass auch die Flüchtlinge aus dem Balkan, also wie Sie gesagt haben, Bosnien, hier auch Asylgründe haben? Also sollten wir sie auch aufnehmen? Das ist jetzt eine schwierige Frage, machen wir uns nichts vor. Wir alle würden auch woanders hingehen, wenn es uns besser gehen könnte und wenn wir eine Zukunft hätten. Und das ist menschlich, das hat überhaupt nichts mit Flüchtlingen zu tun. Das ist eigentlich ein menschlicher Grundgedanke, dass man sagt, ich gehe dahin, wo ich eine Zukunft für mich sehe. Ich meine, und müssen wir uns auch nicht vormachen, ich bin ein Ostberliner Kind, warum sind wir alle in den Westen gegangen? Ja, weil es uns besser gehen sollte, weil wir eine Perspektive haben wollten, weil die Familie eine Perspektive haben sollte. Und nichts anderes machen die Flüchtlinge. Bloß, mir fehlen eben halt, wie gesagt, ich sehe keine Konzepte. Ja, und nur mit immer zu sagen, die müssen die Sprache lernen und sie müssen eben das und sie müssen das und sie müssen das. Ja, aber wo müssen sie nicht und wo können sie hin und von wem kriegen sie auch die Unterstützung? Und die Frage ist, warum können wir das nicht pragmatischer lösen? Aber was ist pragmatisch? Das ist immer eine Frage der Interpretation. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob wir nicht einfach die Grenzen aufmachen sollen und sagen, jeder kann überall hingehen. Das ist ja auch nicht der richtige Weg. Also wenn es jemand wirklich, wenn das Leben davon abhängt, ob er dann das Land aus seinem Land, aus diesem Grund das Land verlässt, dann würde ich schon sagen, ja, auf jeden Fall, Asyl ist gerechtfertigt. Aber nur, weil ich sage, ach, da geht es denen allen gut, die haben viel mehr Geld, da will ich auch hin, ist wahrscheinlich der falsche Grund. Die handeln auch aus einer gewissen Not heraus. Ob sie allerdings hier glücklich werden, bleibt auch zu bezweifeln. Warum ist das zu bezweifeln? Weil so gut geht es hier auch nicht, wie es immer dargestellt wird. Vor allen Dingen sollten wir offener damit umgehen, also von Seiten der Regierung hauptsächlich und nicht die Leute verarschen ständig. Und ist das für Sie gerechtfertigt, dass auch diese Leute aus dem Balkan Asyl in Deutschland bekommen? Nein, 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 auch vom Balkan nicht. Warum? Da haben wir auch. Ne? Was sehen Sie da so als Punkt, dass das nicht passt? Die haben keine, guck mal, die können zu Hause was aussuchen zu machen und so weiter. Ne? Also gibt es viele, die Arbeit haben auch in seinem Land, aber die wollen nicht. Ne? So, sie denken hier, wenn die in den Westen kommen, zum Beispiel in Deutschland, naja gut, hier, dann kann ich mal so viel Geld verdienen und so weiter und so weiter. Ne? Aber ist ja nicht so. Also, wenn die da kommen, ich kenne Leute, die hier gekommen sind. Ne?
Und nach einem Monat oder 15 Tagen gehen die weg. Ne? Das ist zu schwer hier. Was, ja. Die denken, wir verdienen ihr Geld irgendwie, was weiß ich. Wenn ich in ein Land wohnen würde, wo es mir schlecht ging und ich höre, da könnte es mir besser gehen, dann wäre ich der Erste, der steht und rausrennt. Aber wirklich der Erste. Boah, da kribbelt es mich so. Das denke ich immer wieder. Wie kann man einen verurteilen für irgendwas, damit er sein Leben besser gestalten kann? Das verstehe ich nicht, dann überhaupt was, so einen Hickhack zu machen. Wirtschaftsflüchtlinge sind Menschen, die aus ökonomischen Motiven zuwandern. Dies wird als Asylmissbrauch angesehen, weshalb es nur wenig Verständnis für diese Art von Zuflucht gibt. Der Begriff Wirtschaftsflüchtling wird vor allem von Menschen benutzt, die Fremdenfeinde oder Flüchtlingsgegner sind. Sie vertreten die Meinung, dass es ohne wirkliche Lebensbedrohung auch keinen Grund zur Auswanderung gibt. Grundsätzlich kann man sagen, dass niemand freiwillig sein Land verlässt und sich auf eine gefährliche Reise begibt, ohne tatsächlich in Gefahr zu sein. Insbesondere die Entscheidung der Bundesregierung, viele auf dem Balkan liegende Länder als sichere Herkunftsstaaten zu definieren, ist dementsprechend kritisch zu sehen. Fakt ist, dass im Balkan zurzeit kein Krieg herrscht, wie es beispielsweise in Syrien der Fall ist. Aus diesem Grund tendieren viele Leute dazu, alle Flüchtlinge aus Balkangebieten als Wirtschaftsflüchtlinge zu bezeichnen. Doch so einfach kann dies nicht verallgemeinert werden. Nicht alle Asylbewerber fliehen vor Armut. Was viele nicht wissen: In den meisten Balkanländern herrscht radikale Diskriminierung von ethnischen Minderheiten, die gegen die Menschenwürde spricht. Wieso kommen die jetzt eigentlich alle hierher? Ja, die wollen doch eh nur unseren Wohlstand und Sozialstaat ausnutzen. Stell dir mal vor, wir müssen immer mehr Steuern zahlen, weil unser Sozialstaat wächst. Aber Deutschland kann das doch alles gar nicht finanzieren. Flüchtlinge bekommen für gewöhnlich weniger als Hartz-IV-Empfänger, also einen Betrag unter 400 Euro. Allerdings darf nur jeder Dritte nach Abschluss des Asylverfahrens in Deutschland bleiben und weiterhin das Geld in Anspruch nehmen. Die Gesamtkosten für Deutschland betrugen 2015 ca. 21 Milliarden Euro. Dadurch, dass 2016 weniger Asylanträge gestellt werden und es generell weniger Neuankömmlinge gibt, verringern sich die Kosten für Deutschland recht stark. Im Vergleich dazu hat Deutschland 2015 46 Milliarden Euro in die Rüstungsindustrie, also Waffen und Militär, investiert. Dass Deutschland der weltweit drittgrößte Waffenexporteur ist und zu einem der reichsten Länder der Welt gehört, lässt keinen Zweifel daran, dass Deutschland finanziell in der Lage ist, noch intensiver in die Flüchtlingskrise einzugreifen. Also finden Sie es besser, wenn man Flüchtlinge so in Häuser steckt, als wenn man sie in irgendwelche Heime zusammenpfercht, sag ich mal, und dass sie da nicht immer nur auf anderen hocken? Also ich finde es gut, wenn sie zusammen mit, also vielleicht mit Einheimischen gesteckt werden, also quasi mit Leuten, die sich hier auskennen, weil ich glaube, dann funktioniert die Integration besser. Also man kann sich mit den Leuten zusammentun und man kann ja dann gucken, oh ja, wie sind so die Verhaltensweisen, man kann sich von denen was abgreifen. Also ich finde es schon gut, wenn das so ein gemischtes Verhältnis ist. Ich glaube, das bringt beiden Seiten was. Nee, also die Idee mit den Wohnungen, fände ich auf jeden Fall sinnvoller. Weil die einfach nur untereinander alle in ein Heim zu stecken und dass sie sich da die Köpfe einschlagen oder so und keinen richtigen Kontakt irgendwie zu Einheimischen bekommen oder so. Da, ja, also anders wird natürlich da viel mehr Berührungspunkte und auch eben ja, Interaktion irgendwie kommen und ja. Es könnte natürlich was bringen, klar, dann sehen die auch mal was anderes, dann werden die auch nochmal in den sozialen Bereich integriert. Ja, also schlecht fände ich es nicht, weil ich weiß nicht, es ist bestimmt auch nicht schön, wenn man dann wieder nach Hause kommt, da in sein Flüchtlingsheim und dann so von der Außenwelt abgeschottet ist. Ich denke, es ist auch wichtig für die Kinder, dass sie soziale Kontakte knüpfen, auf jeden Fall. And the second thing that the people are always complaining about is getting home or friend. They look for homes and that's really, really very difficult thing to get. And because the way you look matters, if you don't speak Dutch, that also matters, or the owner of the home might tell you simply, you don't speak Dutch, and I'm sorry, I cannot give you or rent you this house, or the way you look, maybe if you
we're in Kopzuch or if you are if they see you different, then most of 80% you are not, you will not be allowed to have. Würden Sie in Kontakt mit Flüchtlingen treten, wenn Sie die Chance dazu hätten? Ich sag mal so, ich werde es wahrscheinlich später sowieso haben, weil ich Lehramt studiert habe. Und wenn ich dann später sowieso an der Schule bin, also ich kenne das, was jetzt momentan so abläuft. Und ich gehe stark davon aus, dass ich dann auch Flüchtlingskinder unterrichten werde. Ja, könnte ich mir schon vorstellen. Tun Sie etwas dagegen, wenn jemand dann so ganz scharf gegen Flüchtlinge angeht? Also ich denke schon, dass ich selber da auch was gegen sagen würde, weil ich meine, letzten Endes, das sind halt auch nur Menschen und man muss bedenken, die sind ja aus einem Kriegsland geflohen. Und man sollte schon schauen, dass man irgendwo auch auf einer menschlichen Ebene da bleibt. Ja, bei uns im Haus im Kloster Liebfrauen haben wir eine Frau aufgenommen, die geflüchtet ist aus Afrika mit ihrem Baby. Und die lebt schon seit einem Jahr bei uns. Und für uns ist es selbstverständlich, dass wenn wir Platz haben, wir auch für einen Menschen auf der Flucht Platz schaffen. Also Sie persönlich haben Sie aufgenommen? Ja, natürlich. Wir als Gemeinschaft haben darüber gesprochen. Und für uns ist es selbstverständlich, dass man nicht nur fromm predigen darf. Man muss dann auch schon was tun. Sind Sie irgendwie religiös oder also was verleitet Sie dazu, den Menschen zu helfen? Genau, wie man mir ansieht, bin ich ein katholischer Ordensmann, ein Kapuziner. Und wir haben ja auch eine Frühstücksspeisung für obdachlose Menschen. Und für uns ist ganz klar, dass jeder Mensch von Gott her in diese Welt gesandt ist und für uns einen Anspruch enthält. Also der Anspruch, den das Menschsein an uns richtet, von jedem Einzelnen, fordert uns zu einer Antwort heraus, zu einer verantworteten Antwort. Und wenn Menschen auf der Flucht sind, dann müssen wir ihnen natürlich beistehen. Okay, vielen Dank. Bitteschön. Dankeschön. Sehr gerne. Sind Sie denn bis jetzt schon mit Flüchtlingen in Kontakt getreten? Ich habe in meinem Freundeskreis Leute, die mit Flüchtlingen in Kontakt sind und habe auch selbst mit denen geredet und war noch bei mir zu Hause. It would have been better, since if the people come together and learn from, if there's a program coming, making the people come together and learning from each other. 1.000 Euro. Mit diesem Geld muss ich einen Monat lang auskommen. Ich habe mein Leben lang hart gearbeitet, ehrlich meine Steuern gezahlt und trotzdem wird es mit der Miete knapp. Im Urlaub war ich schon lange nicht mehr. Viel zu teuer. Und dann sind da diese ganzen Flüchtlinge, kommen hierher und kriegen, ohne Steuern zu zahlen, das ganze Geld zum Vergnügen. Wir haben doch in Deutschland genug Arme. Junge, Alte. Die Merkel sollte sich mal lieber um ihre eigenen Bürger kümmern. Wer soll denn das alles bezahlen? Denkt denn keiner an die Kinder? Also ich zahle nicht. Können Sie einen Rentner verstehen, der sagt, ich lebe an der Armutsgrenze, habe mein ganzes Leben hier Steuern gezahlt und jetzt kommt ein Flüchtling und bekommt einfach das ganze Geld, ohne hier irgendeine Leistung gemacht zu haben? Finden Sie das ungerecht? Wenn wir von ungerecht sprechen, dann gibt es andere Sachen, die ungerecht sind. Es ist ungerecht, dass Hartz IV in Deutschland gibt, dass Rentner zu wenig Geld haben, an der Armutsgrenze leben, dass die Kluft zwischen Arm und Reich immer schlimmer wird und dann eine Bundeskanzlerin oder eine Regierung hergeht und aus dem Nichts Milliarden zaubert für Griechenland, für Banken, die einen Mist gebaut haben und nicht die zur Rechenschaft gezogen werden, die es eigentlich verbockt haben. Das ist viel ungerechter. Also finden Sie es unfair, wenn ein Flüchtling das Geld bekommt, obwohl er ja hier gar keine Leistung gemacht hat und Sie dann praktisch dann selber arme Bürger haben? Nein, finde ich nicht unfair. Wenn er denn hier ist, muss ihm auch geholfen werden. Wenn ich zufällig mal Urlaub habe und zu Hause bin und gucke mir das Fernsehprogramm an und kriege da immer so gestiert, dass die alles in den Hintern geschoben bekommen und ich kriege eigentlich hier nichts oder ich habe nichts in Deutschland selber zu erwarten. Das ist ja auch, oder Arbeitslose, die so Sprüche, die dann kommen, ach, wenn der morgens zur Arbeit geht um 5, da gehe ich gerade nach Hause. Das ist ja nicht die wahre Welt. Das ist rein, es wird einfach falsch dargestellt im Fernsehen. Und deswegen kommt der Hass da drauf. Da wird suggestiert, als wenn die alles im Hintern geschoben bekommen und ich muss um alles kämpfen. Und das ist ja, glaube ich, nicht so. Ihr stellt mal vor, da kommt immer Jugendliche, ne? Also junge Männer. Ne? Also das ist mir irgendwie ein bisschen rätselhaft. Ne? Warum? Ne? Inwiefern haben Sie ein bisschen Angst vor denen? Oder? Nein, Angst habe ich nicht. Also Zukunft für uns ist mal ein bisschen schlechter, wenn so viele kommt. Ne? Meinen Sie, dass Flüchtlinge uns Arbeit wegnehmen? Schwer zu sagen. Ja gut, das
sagen ja einige. Ich glaube nicht. Also wenn die Schule gut läuft und alles gut läuft, dann natürlich habe ich auch Arbeit. Also wenn ich nichts tue, dann kommt auch nichts. Also wenn die Flüchtlinge auch was tun, natürlich haben die auch ein Recht auf Arbeit. Ich sag mal so, wenn jemand wirklich Arbeit oder arbeiten möchte, dann findet er auch Arbeit. Das ist egal, ob die Person hier aus Deutschland kommt, hier in Deutschland lebt oder ob es ein Flüchtling ist. Weil es gibt natürlich auch viele, die, sich dann denken, oh ja, es gibt ja Hartz IV und so weiter und so fort. Ich denke, wenn man wirklich Arbeit finden möchte, dann findet man die auch. Und dann denke ich nicht unbedingt, dass die Flüchtlinge einem da was wegnehmen. Bürger, besonders die Ärmeren der Bundesrepublik, sind empört. Rentner, Hartz-IV-Empfänger, Teilzeitarbeitslose fühlen sich unfair behandelt. Unzufriedene Bürger machen Protest, wählen die AfD, demonstrieren gegen mehr Flüchtlinge. Wie es Gregor Gysi bei einer Pressekonferenz zu der Flüchtlingskrise sagte: Wissen Sie, was Illusion ist? Sie schauen zur Seite. Das ist der falsche Blick. Wenn Sie was verändern wollen, wenn Sie mehr soziale Gerechtigkeit wollen, müssen wir endlich nach oben schauen. Dabei sind die Flüchtlinge vielleicht die einzigen Menschen in Deutschland, die mit der misslichen Lage der Armen in diesem Land nichts zu tun haben. Der Frust wird an ihnen ausgelassen. Eine Studie hat ergeben, dass Hartz IV von 2004 bis 2016 um 50 Euro auf 400 Euro gestiegen ist. Fakt ist auch, dass die durchschnittliche Rente von 2005 bis 2015 um 40 Euro gesunken ist. Man sieht, es hat nichts mit dem Flüchtling zu tun, ob Sozialleistungen sinken oder steigen. Viele sagen daraufhin, aber wenn die Flüchtlinge nicht da wären, hätten wir mehr Geld für unsere Armen. Doch was dabei übersehen wird, es ändert nichts daran, wenn die Flüchtlinge kommen. Wenn es durch die Flüchtlinge mehr Arme in Deutschland gibt, dann steigt und sinkt weder die Rente noch das Arbeitslosengeld. Sie bleibt unverändert bei ihrem vorher beschlossenen Festsatz. Oder ging es den Rentnern in Deutschland vor den Flüchtlingen besser? Kämen tatsächlich weniger Flüchtlinge, bekäme ein arbeitsloser Hartz-IV-Empfänger nicht einen Cent mehr. Geringe Löhne würden deshalb nicht steigen und Mittelständler hätten nicht weniger Angst vor dem sozialen Abstieg. Hier werden die Kleinen untereinander ausgespielt. Es werden zwei große Probleme miteinander in Verbindung gebracht, wo es keine Verbindung gibt. Dass Flüchtlinge kurzfristig den Staat Geld kosten, ist unbestritten. Menschenrechte einzuhalten, bekommt eines der reichsten Länder der Welt nicht geschenkt. Und dennoch haben Forscher herausgefunden, dass Migration auf lange Sicht fast immer den Wohlstand gemehrt hat. Man möchte Verantwortung für Kinder übernehmen, dann vielleicht bei den Kindern, die vor Krieg und Terror flüchten. Vielleicht sollten die ärmeren Menschen Flüchtlinge nicht als Feinde, sondern als Verbündete und die Krise nicht als Gefahr, sondern als Chance sehen. Wer nur zur Seite schaut, kann drei Dinge nicht: nach oben schauen, glücklich machen und glücklich werden.